Guten Tag, liebe Museumsfreunde. Mein Name ist Volker Kirsch. Ich bin Architekt hier im Freilichtmuseum und ich wollte Ihnen heute hier an einem meiner Lieblingsplätze im Museum, dem Haierhof, mal so eine historische Konstruktion eines Fensters zeigen. Hier sehen wir am Haus vom Haierhof ein relativ großes Fenster, das aus vier Teilen besteht. Oben ist eine feste Verglasung eingebaut worden. Und unten haben wir zwei Klappläden. Und hinter diesen Klappläden, da verstecken sich überhaupt keine weiteren Fenster oder Glas, sondern das ist einfach nur eine Öffnung. Und das ist ganz typisch für diese Zeit. Ein Fenster ist eine Öffnung für Licht, für Luft und vielleicht auch zur Kommunikation, aber es ist nicht, wie bei uns, immer automatisch durch Glas verschlossen. Das Glas haben wir oben, allerdings ist historisch eigentlich immer nur diese feste Verglasung vorhanden. Und zwar war man nur in der Lage, solche kleinen Glasscheiben zu produzieren und hat die entweder mit diesen Profilen, Bleiprofilen eingefasst, die eine H-Form hatten in der Mitte, und am Rand gibt es U-Profile. Mit diesen Profilen werden komplett alle kleinen Scheiben zu einer großen Scheibe zusammengefasst, dann in diesem Fachwerk einmontiert und mit diesen horizontal angebrachten sogenannten Windeisen dann an der Fassade befestigt. Also haben wir unten die Öffnungen, Klappläden zum Schließen und Öffnen und oben ein Oberlicht, das eine Festverglasung ist. Die Fassade des Hauses Mannesmann ist ungefähr um 1916 entstanden. Und 1916 ist ja die Industrialisierung schon voll im Gange. Und das hat sich natürlich auch auf den Fensterbau ausgewirkt. Die Fenster sind zwar immer noch in großen Teilen auch in Handarbeit gefertigt worden, aber beispielsweise das ganz wesentliche Element des Glases ist nun auch schon in großen Teilen in industrieller Produktion. Ganz typisch für die Fenster der Zeit um die Jahrhundertwende sind schon deutlich größere Scheiben, die dann in einem Holzrahmen zusammengeführt wurden. Also nicht mehr wie eben am Haierhof mit Bleisprossen, sondern mit diesen kleinen Holzstegen. Und diese Fensterscheiben wurden dann eingekittet. Zum Zweiten haben wir nicht mehr nur ein einteiliges Fenster, das direkt an dem Fachwerk oder an dem Bauteil befestigt wurde, sondern zum Fenster gehören zwei Teile. Einmal der Blendrahmen, in dem dann die eigentlichen Fensterflügel angeschlagen sind.